Wo mich auch wieder euer Input interessieren würde, was haltet ihr von Folgendem? Was würdet ihr vorziehen, dass ich das Reisen zu solchen Punkten, wo wir schon mal waren, beschleunige? Oder dass ich alles drin lasse und darüber quatsche? Weil ich weiß ja, dass einige von euch sagen oft, ach Stone, das musst du uns nicht alles zeigen, das kennen wir doch schon. Oder bei Rätselmod, bei Blood and Lut, lololololol, war das so, dass ihr gesagt habt, ach, du kannst echt rausschneiden, wenn du nur am Rätseln bist und dabei nichts rumkommt quasi. Aber ich erzähle ja die ganze Zeit etwas dabei und kommentiere und hole auch vielleicht neue Themen zu Rate und sowas. Und deswegen würde ich mal gerne wissen, wollt ihr, dass ich dann wirklich alles beschleunige oder rausschneide? Oder ist euch lieber, dass ich einfach über irgendein Thema nebenher rede und ihr mir lauschen könnt? Oder wollt ihr auch visuell einen Fortschritt sehen? Wie ihr möchtet. Wobei ich natürlich weiß, dass selbst wenn 10 Leute ihre Meinung zu dem Thema abgeben würden, was schon gar nicht mal so schlecht wäre, ganze 10 Leute, oder so, sagen wir mal 20, dann wäre das schon mal sehr gut, aber 300 bis 400 Zuschauer ersetzen, also 20 Kommentare spiegeln halt nicht wirklich 400 Augen, 800 Augen wieder, Entschuldigung. Ihr seid natürlich nicht alle einäugig, das wäre komisch. So, mal sehen, ob wir jetzt eine schöne Animation auf dem Gleiter kriegen. Auf den Gleiter steigen, ja. Huch, yeah, geil. Ich hab schon gedacht. Oh, Moment. Oh, ist das nice. Ich habe schon befürchtet, dass wir einfach, weil es Nerim ist, einen schnellen Cut kriegen zur Stelle, wo wir hinfliegen. Aber ich lasse euch mal genießen, den Ausblick hier. Sehr schön. Unbedingt mehr von sowas. Auf jeden Fall mehr von sowas. Ich kann kaum erwarten, öfters solche kreativen Momente und Sequenzen zu sehen. Ach, nice. Mit einem Gleitflieger über ganz Treoma fliegen. An Treoma vorbei zu dem Ort, wo wir als nächstes hin müssen. Für die Erbtafel, wenn ich mich richtig erinnere. Eine haben wir direkt in Treoma gefunden. Die andere soll es jetzt ein bisschen außerhalb geben. Cool. Oh, das wird eine Punktlandung, oder? Ah, sehr gut. Nice, hat genauso geklappt. Sehr gut. Ich hatte schon die Sorge, dass wir einfach dran vorbeifliegen oder gegen die Wand aufklatschen. Der Westturm. Okay. Ist das ein Bug? Moment kurz. Quick Save, Quick Load. So, sehr gut. Ich habe mal kurz neu geladen, weil wie es aussieht, wo hat das Windgeräusch nicht mehr aufgehört. Jetzt haben wir wieder aber alles schön still. So, was wollte ich nachschauen? Ach genau, Quest. Haben wir die aktiv? Sehr gut. So. Genau, am Wachturm. Oder wahrscheinlich auch im Wachturm natürlich. So, ich schieß mal mit einem anderen Zauber, weil die schießen auch Blitze, also ist es wahrscheinlich nicht so effektiv. Oh Gott, das ist auch nicht so effektiv. Habt ihr mein Leben gesehen? Oh, schnell. Oh mein Gott, fast tot. Fast tot. Ah!
Oh, ich sehe es nicht. Puh, die Dinger hier sind so gefährlich, weil man... Also man hört quasi einen Blitz schießen, man hört das Blitzgeräusch, aber man sieht ihn nicht fliegen. Das heißt, man kann leider nicht ausweichen. Puh, wow. Das hat mir eingeheizt. Mehr als erwartet, um ehrlich zu sein. Naja, so viel dazu, dass da stand mindestens Stufe 30 sein. Und ich habe die Schwierigkeit auf Maximum und wir sind Stufe 28, also knapp drunter. So, Feuerball, sehr schön. Oh, was haben wir denn da? Cool. Leiche eines Abenteurers. Nochmal, was ist... Ist ja lustig. Können wir das looten? Das hat genau die gleiche Loot-Table wie der andere Abenteurer. Ach, das ist sein Schwert. Ach so, das ist der Griff vom Schwert. Na, kein Wunder. Ich habe gerade eben gedacht, das sieht aus wie so eine Dwemer-Steinschleuder. Kein Wunder, dass er gestorben ist. Nur eine Steinschleuder. Damit kann man doch nichts erledigen. Ein Korb mit ein bisschen Obst. Und Knoblauch. Eine Schatulle. Oh, da haben wir schon das Steintafelfragment. Das ging schnell. Ich hatte gedacht, dass es hier noch weiter tiefer reingeht. Ich habe eine Steintafel im Westturm gefunden. Nun sollte ich noch eine am Vulkanstrom bergen. Sehr gut. Aber ich dachte, die Quest würde jetzt beendet sein. Vulkanstrom bergen wird mir auch nicht als aktiv gezeichnet. Die Vulkanströme. Ich dachte, die würde nämlich als beendet jetzt gelten, weil wir hier drüben, hier, nochmal eine Quest haben, die sagt Vulkanstrom. Sehr gut. Also beide Teile führen mich zum Vulkanstrom, aber das werden wir jetzt erstmal nicht machen. Wir machen als nächstes Hauptquest, bevor wir die Schuhe abgeben. Weil die Madame Boddenbrook... Oh, Experte, nice. Komplettes Experten-Equipment. Die Frau Boddenbrook ist ja in Steinfeld und wenn ich das noch korrekt weiß, haben wir keinen Reisepunkt zu Steinfeld und das ist so ein bisschen nervig. War aber schon immer so, dass wir keinen haben. Abtei Tirin, Arcanes Sanctum. Ja, haben wir nicht. Das ist mir aber schon ein paar Mal aufgefallen und ich habe mir jedes Mal gedacht, Menno, warum haben wir das nicht? Das ist doof. Aber gut, die Reise nach Steinfeld kann ich da dann einfach rausschneiden in dem Fall, wäre kein Problem. Ist das da unten ein Monster? Ach so, ja, es ist wieder so ein Vieh. Wo ist es? Ah, stirb. Kann ich eigentlich diesen Haufen Elend da? Ja, kann ich. Stufe 40 und 580 Leben. Wow. Puh, okay, ich glaube, es ist nochmal kurz Zeit, dass ich mein Zeug mal repariere. Hämmerlein hier. Mich nochmal kurz auf den neuesten Stand bringe. Ich müsste nicht weiter nach unten vordringen, aber ich möchte trotzdem. Einfach, dass ich guten Gewissens sagen kann, dass wir die Ruine hier komplett geschafft haben. Oh, die machen so einen Schaden, das ist total krass. Oh, ganz schön tief runter geht es hier. So, hier haben wir wieder einen beleuchteten Raum. Nochmal ein paar Kristalle. Aber kein Ausgang. Ist das hier ein Golderzvorkommen? Nein, schade. Merkwürdig. Moment kurz. Seht ihr das? Hier haben wir zwei Ein- und Ausgänge. Also wie mir scheint, haben wir einmal den Eingang über die obere Ebene, wo wir reingekommen sind über den Gleitflieger und einmal wahrscheinlich einen Eingang in der unteren Ebene vom Turm. Vielleicht wäre auch, wenn man unten reingegangen wäre, da unten dieser Steinhaufen im Weg gewesen und man hätte dann gar nicht weiter gekonnt. Würde auch Sinn machen, weil man nämlich dadurch dazu gezwungen wird, den Gleiter zu finden und mit dem Gleiter reinzukommen.
Aber da ich vermute, dass es unten jetzt nochmal Loot gibt, ich speichere kurz ab und dann versuchen wir mal hier unten so ein bisschen zu klettern, um das untere Stockwerk nochmal zu untersuchen. Und dann mache ich die Hauptquest weiter, indem ich mich teleportiere zum Kloster. Und nach dem nächsten Stück der Hauptquest würde ich sagen, dass ich mich dann nach Gilead teleportiere und die Kopfgeldquest abgebe. Steht ja auch noch an, Kopfgeldquest. Nicht vergessen. Neue Kopfgeldquest annehmen und dann... Also das hier. Achso, Muscheln. Und dann schneide ich raus, wie ich nach Steinfeld laufe, um der Madame Boddenbrook die Füße abzugeben. Sie hat nämlich keine Füße mehr. Schlimmes Schicksal. Stirb! Spam! Angriffsspam! Puh. Wenn verzweifelt, dann bringt das wahrscheinlich am meisten. Ich könnte natürlich auch theoretisch versuchen, diesen nicht sichtbaren Blitzen auszuweichen, aber das wollen wir mal nicht riskieren. So, dann wollen wir mal schauen, was es hier so zu holen gäbe, wenn ich einfach nur... ganz normal reingelaufen wäre. Ah, schau mal eine an. Ein bisschen gibt es hier. Oh. Okay, wir kommen doch nicht von der anderen Seite der Steine an. Wir haben einfach einen leeren Raum. Finde ich ein bisschen merkwürdig vom Design vom Turm her, weil damals hätten doch die Leute auch den unteren Eingang nehmen müssen, um hochzukommen in den Turm. Würde ich doch mal behaupten. Oder wenn es schon keinen Durchgang gibt, dann sollte es den unteren Eingang erst gar nicht geben. Aber na gut, das heißt für euch, meine lieben Freunde, umso praktischer, dass wir direkt die Teleportation benutzen können und es weiter mit der Hauptquest geht. Bergkloster. Kurz speichern. Bitte nicht zum Absturz bringen, Nerim. Du Teleportation, du. So, hallo meine Bonnie. Jo, du Feine. Ich reite mal mit dir zum Kloster. Gott, allein schon das Aufsitzen sieht wieder richtig gut aus. Das neue Schild, was wir vor kurzem gefunden haben, in Kombination mit dem neuen Helm, lässt uns sowas von badass aussehen. Also jetzt sieht sogar Sana richtig gefährlich aus, wenn sie auf irgendwelche Feinde zugerannt kommt. Das sieht ja aus, als ob sie denen gleich den Schädel einschlagen würde. Tut sie auch meistens. Bitte runterlassen, dankeschön. Inklusive Leiche noch. Können wir die hochheben? Oh, nein, geht gar nicht. Schade. Guten Tag. Quest abgeben und dann gibt's eine Runde verkaufen mal wieder. Müssen ja den ganzen Kram jetzt loswerden, den wir bekommen haben. Über unsere Erkundungs- und Treomar-Reise. So, Callisto, bitteschön. Da seid ihr ja endlich. Was habt ihr gefunden? Einiges, einiges. Dieses Schrift... Hey, warum habe ich es ihm schon gegeben? Bitteschön, dieses Schriftstück. Lasst mich sehen. Na los. Tatsächlich. Hier steht etwas. Die Götter haben Arantial in Nerim angekerkert. In Nerim also. Hier steht nicht, wo genau. Aber er ist in Nerim. Ist nah. Jetzt können wir unseren Suchkreis bedeutend einschränken. Das habt ihr sehr gut gemacht. Herr, es sind wieder Soldaten aufgetaucht. Wir haben die Zugbrücke hochgefahren. Verdammt nochmal, wie viele sind es diesmal? Dutzende, viel zu viele für uns. Beim letzten Mal konnte wohl doch jemand entkommen. Dann wird der Kanzler auch bald wissen, wo wir uns aufhalten. Verflucht noch eins. Geht zurück zur Brücke und erstattet mir sofort Bericht, wenn sich etwas tut. Ja, Herr. Wie ihr wünscht. Und ihr kommt mit mir in das Kloster. Los, schnell. Da fällt mir etwas ein, was ich glaube ich nicht nochmal angesprochen habe. Bevor ich weitermache, will ich kurz den Gedanken ausführen. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, oh, ich fand das ein bisschen doof von denen, dass sie alle gegen mich antreten lassen haben und man nicht gesehen hat, wie sie einen weggeschickt haben, um Bescheid zu sagen, wo sich das Kloster befindet. Und dann hat mich jemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, hey Stone, aber es kann doch sein, dass sie jemanden losgeschickt haben, schon sofort als sie das Kloster gesehen haben, dass du das gar nicht mitbekommen hast, dass einer weggeschickt wurde. Stimmt, ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte gleich, das müssen die alles zeigen, natürlich.
ist aber selbstverständlich nicht so. Habe ich den Gedanken wohl nicht ganz zu Ende gedacht? Während ich Callisto die Dokumente übergeben habe, ist vor dem Kloster ein starker Truppenverband des Kanzlers aufgetaucht. Die Verteidigung des Klosters ist zu schwach, um gegen sie zu kämpfen. Und so wie ich Baratheon komme, wird der höchstpersönlich früher oder später anmarschiert kommen, um Callisto den Gar auszumachen. Da Baratheon uns jetzt belagert, benötigen wir Hilfe von außen. Oh, Jesus. Seid ihr gekommen? Nein, ich würde nur kurz was verkaufen. So, das musste einfach mal kurz sein. Kurz den Kram verkaufen. Die ganzen Tränke. Für euch habe ich es einfach rausgeschmissen, damit ihr in der Stimmung bleibt. Wo ist der Kerl? Hier, zum Keller. Dann folgen wir dem mal kurz. Hoffentlich überstehen wir das. Ich will noch zum Schmied. Es gibt einen Brunnenschacht im Keller. Nun, es geht ziemlich tief runter. Aber leider ist es nun mal unsere einzige Möglichkeit, nach draußen zu gelangen und Hilfe zu holen. Ich denke mal, ihr seid am besten dafür geeignet. Der Schacht ist offen gestanden verdammt schmal. Aber mit eurer Figur sollte das schon passen. Oh, danke. Es geht ziemlich tief runter, bis in die Eingeweide des Berges hinein. Und nun hört mir zu. Irgendwo da unten werdet ihr einen Durchgang finden, der euch in die Stadt der Zwerge bringt. Wenn ihr euch mit denen gut stellt, könnt ihr von dort aus wieder ans Tageslicht gelangen. Und zwar genau oberhalb von Kaer Baed, der Nordstadt. Sie wird von Baratheons Bastardsoldaten ebenso belagert wie wir hier. Aber die Zwerge kennen einen anderen Weg in die Stadt hinein. Das Problem ist, dass ihn eben nur die Zwerge kennen. Und ich weiß nicht, ob sie sonderlich erfreut sein werden, wenn jemand Fremdes ihn sehen will. Trotzdem, wir haben nun mal keine andere Wahl. Ihr werdet schon irgendwie in die Stadt reinkommen. Wenn ihr das geschafft habt, dann sucht Taranor, den neuen Herrscher des Nordreiches, auf. Er war es, der den Widerstand gegen Baratheon angeführt und sein Reich für unabhängig erklärt hat. Es ist nicht so, dass Taranor die Ziele des Ordens unterstützen würde. Und es ist auch nicht so, dass ich diesen Möchtegern-Führer leiden könnte. Aber die Feinde unserer Feinde sind nun einmal unsere Freunde, wenigstens zeitweise. Eins noch. Die Zwerge reagieren empfindlich darauf, wenn man sie Zwerge nennt. Ihr richtiger Name ist das Sternenvolk. Nur die Menschen bezeichnen sie als Zwerge, weil sie nun einmal unter der Erde leben. Jedenfalls solltet ihr sie nicht provozieren. Nun aber los, springt in den Brunnen hinein. Oh, oh mein Gott, so viel, oh Gott, so viel Info, so viel Awesomeness auf einmal von Callisto. Nun aber los. Okay. Ich spring erstmal hinein, dann rede ich gleich nochmal weiter, bevor uns hier alles über uns zusammenbricht. Schade, dass wir doch nicht unser Zeug noch irgendwie richtig verkaufen konnten, dann müssen wir eben so erstmal eine Weile lang klarkommen. Ich meine, das Tor, die Zugbrücke ist zwar hochgezogen worden, aber ich will jetzt nicht während der Belagerung und wenn schon uns alle so drängen, komm, geh weiter, will ich jetzt nicht irgendwie hochstürmen. Okay. Mal kurz rein. Oh, ist das geil. Huch, da tropft es ja. Was? Der hat über mir wieder abgeschlossen. Ich glaub's ja nicht. So, oh mein Gott, soll ich jetzt hier runterspringen? Oh Gott. Oh. Oh. Aus der Distanz erstmal Wasser geface-plantet. Wasser ist auf so einer Höhe hart wie Beton. Kein Problem, mit dem Gesicht voraus. Ich hab so einen Dickschädel, dann kann ich ohne Probleme volle Kanne reinrasen. So, und was ich auf jeden Fall nochmal kurz sagen wollte... Was ich jetzt voll geil finde. Erstens, wir sehen gleich bald das Sternenvolk. Oh mein Gott. Wirklich so ein Volk, von dem wir bisher nur Schriften gelesen haben. Und nur irgendwelche Überbleibsel, irgendwelche alten Sternenschiffe von ihnen gesehen haben. Und ein einziges Mal auch einen Toten gesehen haben. Also leider kein lebendes Exemplar des Sternenvolkes. Aber wirklich so ein, eigentlich... Huch, soll ich hier lang können? Wirklich so ein sagenumwobenes Volk, von dem man schon so lange etwas hört und so oft immer wieder Dinge gesehen hat, aber nie wirklich einen Vertreter, einen lebenden Vertreter dieser Rasse. Und jetzt soll man zum ersten Mal... Boah, richtig cool. Freue mich schon. Hallo? Da ist doch noch eine. Es ist die Magie, immune Ratte. Kanalratte heißen sie hier.
Ich freue mich schon wahnsinnig auf das Sternenvolk, also richtig, richtig derbe. Das ist so nice, dass wir sie zu Gesicht bekommen. Ich bin begeistert, meine Freunde. Erstens das. Zweitens hat sich die Lage hier ganz schön zugespitzt, was alles jetzt passiert ist. Hauptstory-mäßig richtig vorangetrieben gerade eben. Ständig passiert irgendwas. Auch wenn wir die Bits und die Stückchen, wo wir die Hauptstory mit Hauptstory gefüttert werden, sind immer sehr knapp. Was passiert hiermit? Ah, cool. Ich konnte zwar schon so vorbei, ich glaube, das war nicht beabsichtigt, aber jetzt haben wir das nochmal hochgezogen, ausgezeichnet. Cooler Effekt übrigens, sowas hat man auch nicht in Oblivion gesehen. Ebenfalls neu. Ah, hat sogar aufgehört, sich zu drehen. Wir haben es einfach außer Betrieb gestellt. Dann, zweite Sache, die ich richtig cool finde. Wir sehen zum ersten Mal Taranor, der Typ, der den Aufstand gegen das Mittelreich führt, den Anführer des Nordreiches. Oh, yes! Sie sind uns zwar nicht besonders freundlich gesinnt, wie bereits gesagt wurde, aber in Kriegszeiten sind die Feinde, unsere Freunde. Also von daher wirklich ein sagenumwobenes Volk werden wir sehen. Wir werden einen großen Charakter kennenlernen. Und alles, was jetzt wirklich in nächster Zeit uns in Aussicht gestellt wurde. Oh Mann. Kurz mal ein bisschen hier mit Blitzen zerfetzen. Gut, meine Freunde, aber so heiß ich jetzt auch, wie ich drauf bin und wow, ich bin wirklich begeistert, vor allem als kleiner Nerim-Nerd, begeistert mich sowas wahnsinnig. Muss ich leider sagen, ich habe keine Zeit mehr aufzunehmen und ich habe schon 2 Stunden aufgenommen. Also, falls euch gefällt, was ihr seht, wie immer, hier ein kleiner Hinweis nochmal für euch, alle 6-7 Episoden, kleines Däumchen nach oben, würde meinen Let's Plays sehr viel weiterhelfen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal, in der es weitergeht mit der Hauptstory und wir wahrscheinlich das Sternenvolk, das uns schon so lange und groß angekündigt wurde und wir schon immer wieder Bruchteile davon gesehen haben, endlich mal kennenlernen. Ich bin selbst schon wahnsinnig gespannt und freue mich mit euch auf die nächste Aufnahme. Bis dann!